Mein Name ist Luca Lichtenthaler, ich bin 24 Jahre alt, Mitglied der Jungen Liberalen und der FDP hier in Rheinland-Pfalz und bin Vertretungslehrer an einem Gymnasium und studiere im Master Lehramt. Ich engagiere mich politisch, weil Deutschland in der Verfassung, in der es jetzt ist, nicht so bleiben darf. Insbesondere die junge Generation hat viele Dinge noch zu tun. Ich denke dabei an den Klimawandel, der die Freiheit bedroht. Ich denke dabei an die verschlafene Digitalisierung, die Zukunftschancen bedroht. Ich denke dabei an ein Bildungssystem, das immer noch den Bildungsstand der Eltern darüber entscheiden lässt, wie gut das Kind später in der Schule sein wird. Eine sehr gute Entscheidung. Junge Menschen haben es insbesondere in der alten Republik Deutschland verdient, politisch beteiligt zu werden. Und da müssen wir aber auch wählen gehen, wenn wir alle das Wahlrecht ab 16 haben, beziehungsweise ihr. Und deswegen ist eine meiner Lieblingsforderungen. Ich nehme mal den hier. Mit dem Modell der FDP, was wir vorschlagen, nämlich ein fester CO2-Deckel, der sagt, ab 2050 darfst du keine Tonne CO2 mehr ausstoßen und bis dahin immer weniger, sind wir schon vor dem festgelegten Kohleausstieg aus der Kohle draußen, weil es sich einfach nicht mehr rentiert. Ich halte von dem Tempolimit 130 km/h deswegen überhaupt nichts, weil es eine Symboldebatte ist und überhaupt für den Klimaschutz gar nichts bringt. Über die eigentliche Frage, wie wir klimaneutral Mobilität gestalten, diskutiert man stattdessen nicht. Also lieber Lösungen suchen, anstatt diese Symboldebatte zu führen. Mega. Großer Fan der Europäischen Union und deswegen sollte auch jeder ein kostenloses Interrail-Ticket kriegen und es auch nutzen. Die europäische Idee einmal zu erleben, ist jeden Cent wert. Ich komme aus einem sozialdemokratischen Haushalt, deswegen war das Engagement für die FDP am Anfang ein bisschen fremdlich, vor allem für meine Großeltern. Aber ich bin meiner Familie total dankbar, da wurde immer viel diskutiert. Deswegen war das für mich normal, mich politisch auseinanderzusetzen. Und das ist irgendwie ein Hobby, es kostet viel Zeit. Aber man lernt unglaublich viele spannende Menschen kennen. Die autofreie Großstadt ist, glaube ich, gar nicht nötig, wenn wir uns überlegen, dass wir vielleicht demnächst Autos haben, die mit elektrischem Antrieb fahren und dann total leise sind, mit Wasserstoff fahren und dann brauchen wir gar keine autofreie Innenstadt mehr. Ein bundesweiter Mietendeckel löst gar nicht das Problem, ist auch eine Symboldebatte. Es wird nicht eine Wohnung mehr gebaut, wenn man einfach nur die Sachen quasi deckelt. Wir müssen bauen, bauen, bauen und nochmal bauen. Der Mietendeckel baut nicht eine Wohnung mehr und deswegen ist nur eine Problemverlagerung. Ich glaube nicht, dass ein Mensch mehr auf sein Auto verzichtet, nur wenn der ÖPNV, so wie er jetzt ist, nämlich schlecht getaktet, nicht komfortabel, nicht verlässlich. Denn das Problem muss man lösen. Man muss den erst super machen, damit man wirklich aufs Auto verzichtet. Kostenlos ist nur ein Etikettenschwindel. Also guter ÖPNV statt kostenlos und dann irgendwann können wir drüber reden. Und zwar gibt es in Deutschland schon den Mindestlohn und der wird jedes Jahr neu von der Mindestlohnkommission an die Lohnentwicklung angepasst. Aber ich glaube, wir sollten eher die Gewerkschaften stärken und dann, dass zwischen Unternehmen und Gewerkschaften gute Tarifverträge ausgehandelt werden. Da kommt meistens nämlich wesentlich mehr raus als der Mindestlohn. Es ist wichtig, wählen zu gehen, weil das Nicht-Wählen-Gehen wäre ehrlicherweise respektlos gegenüber all denjenigen Menschen, die keine Demokratie und Menschenrechte haben. Und wir haben nun mal das Privileg, und ich sage es wirklich bewusst, das Privileg, frei darüber entscheiden zu dürfen, wer uns regiert oder wer für uns repräsentativ im Parlament sitzt.